Wir spielen die Eiswelt in New Super Mario Bros. U, aber der Boden ist Lava. Beim letzten Mal waren wir in der Wasserwelt unterwegs, aber aus irgendwelchen Gründen hat am Ende die Bosstür gefehlt. Hoffentlich haben wir jetzt in der Eiswelt mehr Glück. Ach ja, und die Lava dreht natürlich auch wieder komplett durch. Also gut, die Wasserwelt hat beim letzten Mal ja nicht so gut funktioniert, also gehen wir jetzt mal zur Eiswelt. Wir starten also direkt mit dem ersten Level und gleich am Anfang kommen wieder Lava-Wellen, die auch wieder sehr komische Formen teilweise haben. Und ich muss hier in dem Level sehr stark aufpassen, dass ich bei den sich drehenden Sternen nicht runterfalle. Das kann nämlich leicht passieren. Oh Gott! Blind Jump. Das kann leicht passieren. Und dann könnte ich da direkt in der Lava landen. Wenn ich Glück habe, dann überlebe ich aber auch, wenn gerade Ebbe ist. Quasi bei einer von den Lavawellen. Also wenn ich ein bisschen Glück habe, dann komme ich hier vielleicht auch besser durch. Mal gucken. Die Goombas werden erstmal von der Lava weggesnackt. Und die Frage ist, ob hier ein Power-Up drin ist. Nein. Cool. Dann gehe ich mal direkt weiter auf den sich drehenden Sternen, ohne runterzufallen. Am besten auch noch die Starcoin mitnehmen. Wunderbar. Und hier ist aber vielleicht ein Power-Up drin, oder? Ja. Die brauche ich. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Die Super-Eichel dürfte mir wieder um einiges einfacher machen. Da oben ist sogar auch ein geheimer Weg. Aha. Ja, hier oben bin ich natürlich komplett safe vor der Lava. Und hier ist sogar die nächste Starcoin. Das ist ja easy. Dann fliege ich mal einfach weiter hier entlang und skippe das ganze Level. Wenn ich schon eine Super-Eichel bekomme, warum nicht? Weil ich glaube, für die dritte Starcoin müsste ich irgendwie einen Stern oder sowas finden. Und mit dem Stern da unten auf den Muncher entlang laufen. Ja, ich glaube, ich bin schon dran vorbei. Oder vielleicht kommt es auch noch. Nicht sicher. Stimmt, hier unten muss ich jetzt hin. Da unten wäre die dritte Starcoin. Hier ist doch irgendwo ein versteckter Stern normalerweise, oder? Aber ich meine, selbst mit Stern bin ich ja vor der Lava auch nicht sicher. Und da unten ist die Lava halt die ganze Zeit. Deswegen, das ist mir, glaube ich, zu riskant. Und wir lassen die dritte Starcoin aus und gehen dafür einfach ins Ziel. Also, nee, nee, Quatsch. Hier ist sie, hier ist sie. Ja, die könnte ich mir sogar dann... Doch, die hole ich mir, komm. Bisschen Risiko muss sein. Dann versuche ich jetzt quasi von rechts mitzulaufen. Weil, genau, deswegen, es wurde hier auch der Boden verändert. So jetzt. Weil normalerweise kann man da gar nicht von rechts hier reingehen, aber hier bei dieser Mod geht es schon, weil man anders sonst gar nicht hinkommen würde zur Starcoin. Wahrscheinlich, weil von links da reinzufliegen ist halt fast unmöglich, weil man halt mit den Lavawellen quasi mitlaufen muss und nicht gegen sie laufen sollte. Ja. Aber dann dürfen wir gleich schon am Ziel sein und das war doch ein cleanes erstes Level. Sehr schön. Und damit können wir uns jetzt sogar einen Baby-Yoshi holen. Ich bin gespannt, ob er dieses Mal länger als eine Sekunde überleben wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht kann ich ihn gleich am Anfang retten. Ja, ich habe ihn gerettet. Oh, was ist das denn hier? Das ist wieder eine komplett andere Lava-Formation. Aber die steigt und fällt ein bisschen. Nur ganz, ganz wenig und ganz, ganz langsam. Aber sie tut das. Sie ist nicht immer auf derselben Höhe. Aber sie ist komplett eben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal irgendwann hatten. Dass die Lava wirklich sich gar keine Wellenformation oder sowas hat. Da, ja, obwohl, doch, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Da, wo sie halt dann gestiegen ist, dauerhaft. Aber hier steigt sie ja auch nicht dauerhaft, sondern halt nur ab und zu mal. Sehr interessant auf jeden Fall, sehr interessant. So, und der Baby-Yoshi ist hier eine große Hilfe. Die Starcoin ist aber trotzdem etwas ekelhaft. Wartet. Okay, jetzt geht die Lava wieder zurück. Jetzt habe ich ein kurzes Zeitfenster. Oh, das war so knapp. Okay, sehr gut. Kann man nicht sogar mit dem Yoshi hier auch voll lange in der Luft bleiben, wenn ich mal die Blasen ausnutze? Hier so, genau. Yay! Yeah! Man kann das ganze Level einfach kaputt machen! So, an sich ist die Lava hier eigentlich auch wieder kein so großes Problem. Es ist trotzdem ganz interessant, dass sie jetzt mal hier etwas unkreativer vorkommt, sage ich mal. Weil sie muss ja auch nicht jedes Mal irgendwelche verrückten Wellen schlagen oder so. Ja, und natürlich war ich wieder zu gierig. Das ist nämlich auch das Blöde, wenn man eben einen Yoshi in der Hand hat, dann kann man nicht den extra Sprung mit der Super-Eichel machen. Und deswegen kam ich da leider nicht hoch. Ich glaube, ich hätte auch eigentlich von den Gegnern, von den Pinkhools wegspringen sollen oder so. Also die Stelle ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Kriege ich hier wieder eine Super-Eichel, hoffentlich? Nee, diesmal nicht, nur eine Eisblume. Okay. Die Lava, die Lava! Die Lava! Ich habe gar nicht mehr auf die Lava geachtet irgendwie. Obwohl es hier in der ganzen Mod nur um Lava geht. Habe ich irgendwie voll vergessen. Ein bisschen fies ist die Lava natürlich schon, weil sie halt für sehr lange Zeit... Ach komm. Für sehr lange Zeit immer den Boden bedeckt und man muss halt wirklich rechtzeitig in Sicherheit gehen. Wenn man halt da unten irgendwo rumsteht, während die Lava diese Höhe erreicht hat, dann war es das halt. Dann hat man halt keine Chance mehr, das noch irgendwie zu retten. Und das macht es dann schon ein bisschen fies. Na gut, na gut. Das war auch gerade eben, nämlich das... Ja, gerade eben das Problem, wo ich mit der Super-Eichel leider gestorben bin und auch mit dem Baby-Yoshi. Okay, sehr gut. Ah, ich habe sogar keine verpasst. Nice. Weil da war, glaube ich, auch gerade Flut. Also die Lava war etwas höher als normalerweise. Und dadurch war eben der ganze Boden bedeckt und ich hatte gar keine Möglichkeit mehr, irgendwo hinzugehen. Ja, wenn man das aber halt richtig timet und wenn die Lava gerade unten ist, dann hat man noch genügend Plattformen. Also wirklich auch wieder ziemlich interessant. Das war nix. Und hier muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil die Eisplattformen, die versinken teilweise ganz in der Lava. Vor allem der ganz rechte. Aber jetzt sinkt sie wieder.
Alter, was hab ich eigentlich für ein Timing? Wie scheiße kann man eigentlich sein? Warum bin ich denn genau da gesprungen, wo die Plattform gerade nach unten ging? Wie dumm bin ich eigentlich? Ich dreh durch, Mann. Da muss ich mich wirklich ein bisschen schämen. Und dabei sind wir sogar, glaube ich, gleich schon am Ziel, genau. Da ist noch die dritte Starcoin. Komme ich da von rechts auch hin? Ich glaube nicht. Ich werde es gleich nochmal von links probieren. Aber natürlich erst, wenn die Lava unten ist. Okay, hier mit einem Triple Jump hoch. Man kann auch von den Gegnern wegspringen, aber Triple Jump geht auch. Dann auf den Blöcken rauf, nicht runterfallen. Und da ist sie. Sehr gut. Und dann dürfte das Ziel, glaube ich, auch schon gleich kommen. So ist es. Ah, na gut. Ein paar unnötige Tode, aber passt schon. Und damit sind wir gleich schon beim Turm, aber ich will mal... Ne, ich wollte eigentlich einen Kampf machen. Jetzt. Ich will auch mal hier wieder kurz einen Kampf machen und gucken, was bei denen so abgeht. Aber das sieht äußerst langweilig aus, leider. Rums und Rums und Rums. Okay. Etwas schade, dass hier gar nichts verändert wurde. Also ich meine, es wurde ja was verändert. Da unten ist ja Lava. Die war ja davor nicht da. Aber dass halt die Lava keine Auswirkungen hat auf den Kampf, ist ein bisschen schade. Aber na gut. Ich bin mir sicher, dass im Turm etwas mehr abgehen wird. 5 Sterne. Cool. Die bringen mir voll viel. So, im Turm natürlich der Klassiker. Ich meine, bei Türmen, wo man halt nach oben laufen muss, da ist es ja auch die einzig sinnvolle Möglichkeit, die man mit der Lava machen kann, dass sie halt steigt. Deswegen, ich denke auch, da werden wir nicht arg viel anderes sehen bei den Türmen, außer halt steigende Lava. Weil ich meine, was soll man da sonst auch machen? Wenn die Lava nicht steigt, dann ist sie halt nur am Anfang ein Problem und im ganzen restlichen Level nicht mehr. Das wäre halt irgendwie langweilig. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass die Lava hier immer steigt. Aber sie scheint relativ langsam zu steigen. Weil ich habe hier genügend Zeit und das dürfte wieder machbar sein. Oh, jetzt kommt dieser Fahrstuhl hier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das am Anfang war. Gefühlt würde ich sagen, dass die Lava etwas schneller ist als die Plattform, oder? Das heißt, wenn man hier... Also ich habe, glaube ich, sehr viel Vorsprung, weil ich halt den Anfang relativ gut gemacht habe. Aber ich würde vermuten, wenn man hier etwas langsamer ist und man die Plattform erreicht, während die Lava noch zu sehen ist, wenn sie also schon fast aufgeholt hat, dann wird sie einen hier erreichen und man kann es nicht verhindern. Außer man versucht dann die Plattform zu skippen, was glaube ich sogar auch möglich ist. Also den kompletten Abschnitt hier... Ah, komm! Betrug! Den kompletten Abschnitt hier zu spielen, ohne dann die Plattform zu berühren. Man kann glaube ich hier auch immer so nach oben gehen. Und dann könnte man sich noch vor der Lava retten. Aber das ist auf jeden Fall nicht so einfach, weil ja auch die Eiszapfen da immer im Weg sind. Auf jeden Fall sehe ich die Lava unter mir noch immer nicht. Also ich habe noch genügend Zeit und da ist noch alles easy. So, jetzt sind wir da. Und ich kann es ja mal interessehalber... Oh, jetzt sehe ich es aber fast nicht mehr. So machen, dass ich warte, bis sie kommt. Aber jetzt sehe ich den Boden nicht mehr. Kann ich das irgendwie nach unten nochmal bewegen, die Kamera? Ich glaube nicht. Da muss ich gleich schnell reagieren, wenn die Lava kommt. Aber ich warte mal noch und sage euch dann, jetzt seht ihr ja auch schon, also es ist noch ziemlich lange, ich habe noch viel Zeit. Aber ich werde euch gleich noch sagen, wie lange ich dann gewartet habe, bis sie da war. Ab jetzt bin total angespannt irgendwie. Vielleicht kommt sie ja auch gar nicht mehr, habe ich sie despawned? Ich habe jetzt schon 30 weitere Sekunden gewartet nach meinem Gelaber. Und sie kommt immer noch nicht. Doch, ich höre sie. Ich höre sie und ich sehe sie. Da ist sie. Oh mein Gott. 50 Sekunden musste ich warten, nachdem ich den Schnitt gerade eben gemacht habe. Also, und davor habe ich auch noch gelabert und so. Also, 1,30 oder sowas hatte ich Vorsprung. Knapp vielleicht. Also sehr, sehr viel. Na gut. Und hier gefällt mir die Lava irgendwie nicht. Oder wäre ich sogar fast in der Lava einfach gestanden? Vielleicht am Anfang. Shit. Oh, die ist ein bisschen ekelhaft hier, glaube ich. Aber eigentlich dachte ich sogar, dass die Hitbox von der Lava ziemlich fies wäre und dass Mario gerade eben schon Schaden genommen hätte, ganz am Anfang, bevor ich überhaupt Mario bewegen konnte. Da war eigentlich schon nämlich die Spitze von seinem Schuh in der Lava drin. Also jetzt nicht, weil in Cutscenes ist ja egal. Aber nachdem die Cutscene beendet war, wo ich Mario steuern konnte, da dachte ich eigentlich auch, dass kurzzeitig sein Schuh in der Lava war und dass es dann schon als tot gezählt hätte, aber anscheinend nicht. Wäre ja auch fies ansonsten. Aber ich finde es sehr interessant, dass ich die Lava sogar hören konnte. Also die macht sogar ein Geräusch, wenn sie näher kommt. Das ist mir davor gar nie wirklich aufgefallen. Aber da habe ich es halt bemerkt, weil ich halt speziell darauf geachtet habe. Sehr interessant. So, nächstes Level. Okay. Ja, hier schwankt die Lava auch wieder so ein bisschen. Und eigentlich ist die Schuhsohle von Mario manchmal in der Lava drin. Aber das zählt nicht. Also ich kann hier jederzeit stehen. Egal wie die Wellen gerade sind. Und ich werde nie sterben. Anscheinend. Okay. Ich meine, wenn es die ganze Zeit so bleibt und das Level auch nicht mehr tiefer geht, dann wäre es ja geschenkt. Aber ich schätze mal, es wird noch tiefer gehen, weil ansonsten wäre es ja ziemlich langweilig. Hier zum Beispiel könnte man jetzt durch die Lava sterben.
aber sollte normalerweise auch nicht passieren. Ist halt deswegen ein bisschen fies, wenn man halt dadurch den Boden nicht so leicht erkennen kann. Es ist zwar keine Gefahr, aber ich war mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob hier überhaupt ein Boden ist, weil der halt nur ganz schwach zu erkennen ist, weil die Lava das halt überdeckt. Man muss halt immer genau hingucken, ob man jetzt wirklich da stehen kann, ob da wirklich ein Boden ist oder ob da tatsächlich eine Schlucht ist und halt nur Lava. Deswegen genau hingucken muss man zumindest. Aber ansonsten ist es bisher eigentlich geschenkt, würde ich sagen. Und da ist schon der Checkpoint. Auch wieder auf derselben Höhe wie auch im Prinzip fast alle anderen Plattformen aus dem Level. Also genau diese Höhe hier, gerade so über der Lava, dass man den Boden fast gar nicht mehr erkennen kann. Diese Höhe hat fast das ganze Level. Jetzt sind wir sogar ein bisschen höher noch. Also, ja, ist bisher ziemlich easy. Und dann ist das Level, glaube ich, gleich schon vorbei. Ohne allzu besondere Sachen hier, weil die Lava halt fast nie ein Problem war. Ich meine, hier, wie gesagt, könnte man in die Lava fallen, wenn man nicht aufpasst. Aber, ich meine, keine Ahnung, ich glaube, an den Stellen ist da überhaupt normaler Boden da unten? Oder wäre da auch im normalen Level eine Schlucht, wo man runterfallen würde? Weil dann wäre es ja gar kein Unterschied quasi, ob da Lava wäre oder eine Schlucht. Also ja, optisch natürlich anders, wegen der Lava halt, aber quasi unverändert. Weil ich kann ja auch hier wieder unten entlang laufen und habe keine Probleme. Na gut, jetzt haben wir zwei Level zur Auswahl und ich versuche mal das untere zu nehmen. Ist ein bisschen schwieriger. Passt. Aber auch deswegen, weil ich da zu einem Toadhaus hinkomme. Ich glaube, auch oben gibt es keinen Secret Exit. Ne, da gibt es keinen. Im Geisterhaus gibt es dann einen, genau. Aber wir machen auf jeden Fall mal dieses hier. Icicle Caverns. So, da ist am Anfang die Lava auch wieder gar kein Problem. Aber ich glaube, in der Höhle dann eventuell schon. Weil die hat, glaube ich, auch sehr viele verschiedene Höhen. Und es gibt hier eh wieder Wellenlava! Die auch wieder sehr, sehr komische Bewegungen macht. Und ich würde, oh Gott, ich würde auch sagen, je seltsamer die Bewegungen sind von der Lava, desto schwieriger ist es, weil ich dann nicht so einfach vorhersehen kann, was die Lava halt machen wird, wo sie als nächstes quasi hingehen wird. Und deswegen, das ist ziemlich schwierig hier, finde ich. Also, die bewegt sich ja auch sehr schnell. Und je schneller sich die Lava bewegt, desto schwieriger ist es auch. Weil ich dann halt schneller reagieren muss und ich weniger Zeit habe, um mich zu verstecken. Also, gar nicht einfach hier. So, da haben wir die erste Sternmünze, die ist geschenkt. Ich glaube, die ist normalerweise da unten drin in der Wand, aber die wurde hier, glaube ich, nach oben gesetzt. Wenn man da unten halt nicht hinkommen würde oder fast gar nicht hinkommen würde. Deswegen wurde das hier vereinfacht. Es gibt aber auf jeden Fall hier bei diesen Wellenformationen, wenn ich in dieser Geschwindigkeit mitlaufe, dann bin ich immer so ungefähr an der Stelle, wo die Lava gerade unten ist. Also die bewegt sich zwar sehr... Nein! Oh Gott! Bewegt sich zwar sehr komisch, aber wenn man in derselben Geschwindigkeit immer ist, dann kann man trotzdem meistens in Sicherheit sein. Genau, hier sieht man es jetzt perfekt. Wenn ich hier so mitlaufe, dann bin ich immer safe. Genau. Aber wenn natürlich irgendwelche bewegenden Plattformen vorkommen oder ich auf Eiszapfen warten muss oder so, dann wird es schwierig. Ja, vor allem hier mit diesen Plattformen da, weil da kann ich halt nicht bestimmen, wie weit die nach vorne gehen. Das ist ziemlich tricky. Vor allem, ich hatte ja auch noch keinen Checkpoint, glaube ich, oder? Gibt es hier in dem Level keinen? Also normalerweise, ja, was will ich hier machen? Normalerweise schon, aber wurde der entfernt oder so? Nicht sicher. Oh Gott. Ah, ruhig. Und dann gibt es halt die Eiszapfen oben auch noch. Also es gibt einige Stellen. Nein! Was war das denn? Das ist ja sehr interessant. Wenn man eingefroren ist, dann ist man kurzzeitig in der Lava sicher. Wenn man aber wieder auftaut, dann stirbt man instant. Sehr interessant. Und ja, ich glaube, es gibt in dem Level keinen Checkpoint. Ich verstehe nicht warum, weil normalerweise gibt es hier ziemlich sicher schon einen. Aber das ist natürlich auch nochmal, na Mann, dann erheblich schwieriger. Also das ist vielleicht das schwierigste Level bisher, würde ich sagen. Einfach so standardmäßig, weil die Lava hier echt mega schlimm ist. Man teilweise eigentlich wegen dem Level, wegen den Eiszapfen oder sowas warten muss. Man kann aber halt nicht warten, weil dann schon die Lava ankommt. Also sehr, sehr fies. Shit. Boah, das ist richtig hart. Eieiei. Nein, ich hab die doch gar nicht berührt. Oh, das ist so schwierig. Es ist so schwierig. Überall. Ich muss halt oben und unten gucken, dass ich nicht von irgendwas getroffen werde. Oh Gott. Nicht eingefroren werden. Ah! Okay, okay, so weit waren wir noch nie. Okay, ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh Gott! Nein! Hilfe! Okay, wir kommen höher, wir kommen höher. Okay, okay, erstmal in Sicherheit. Alter. So, ich muss hier jetzt fast wieder schnell durchrennen, um schneller zu sein als die Eiszapfen da. Aber da muss ich halt danach schnell auf die Lava auch reagieren. Oder auch bei den Eiszapfen da. Ja, okay. Ich werde nicht versuchen, da den geheimen Weg irgendwie zu nehmen. Weil da rechts wäre noch, glaube ich, die dritte Sternmünze. Ich nehme den normalen Weg und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ja. Und kommt man nicht eh noch zur Starcoin aus so hin? Ja, seht ihr mal. Tja, da habe ich Nintendo ausgetrickst.
Also dieses Level hier war richtig hardcore. Ich glaube, das Schwierigste bisher von allen, würde ich sagen, im gesamten Hack. Das Level davor war dafür das Einfachste im gesamten Hack vielleicht. Also sehr große Schwankungen auf jeden Fall. Okay, und damit kommen wir zum nächsten Geisterhaus. Hier gibt es wieder einen Secret Exit, mit dem wir abkürzen könnten, was zwar eh nicht gehen wird, aber das werde ich trotzdem wieder austesten. Oh, es ist dieses Geisterhaus hier. Das ist eins der coolsten, aber auch verwirrendsten im gesamten Spiel, finde ich. Das ist ultra schwierig, wenn man durch die P-Switches teilweise, wie hier zum Beispiel, dann durchlässige Wände aktivieren kann, die davor halt nicht durchlässig sind. Also sehr, sehr kompliziert. Mal gucken, ob hier die Lava irgendwie eine Rolle spielen wird. Bisher noch nichts. Und in diesem Raum auch nicht wirklich, weil da unten wäre eh eine Schlucht. Also macht auch keinen Unterschied. Oh, die Lava sieht übrigens sehr hübsch aus. Da hätte sich mal der Moddersteller schon ein bisschen mehr Mühe geben können und die noch ganz nach unten ziehen. Weil so ist es dann doch etwas hässlich. Aber egal. So, der Raum zum Beispiel hier ist richtig fies. Weil ich glaube, es gibt hier irgendwo, genau hier dann den geheimen Durchgang. Das ist vielleicht schon der Secret Exit, vielleicht aber auch nur eine Sternmünze. Bin ich mir gerade nicht sicher. Oder ist, nee, ist sogar der richtige Weg, glaube ich, oder? Den man nehmen muss, um das Level zu schaffen. Das ist ein richtig fieses Level auf jeden Fall. Ist da links wieder ein Gang? Da ist wieder ein Gang, ja. Was macht der? Da ein Pfeil. Achso, stimmt, da hätte ich nach rechts, glaube ich, gehen sollen eigentlich. Oder? Bin ich jetzt wieder zurück? Nee, hier ist nur so ein Power-Up-Raum. Also die Lava ist auf jeden Fall vollkommen irrelevant für das Level. Was ein bisschen schade ist bisher. Genau, ich weiß es jetzt ja schon, deswegen kann ich einfach direkt hier reingehen. Genau, hier ist die richtige Tür. Ach stimmt, und hier komme ich gleich zum Secret Exit hin, genau. Weil hier muss ich jetzt dann gleich weit nach oben springen. So weit nach oben, wie es geht, in die Decke rein. Und dort in der Decke ist dann, meine ich, der Secret Exit. So, hier wäre die Tür, aber ich springe noch weiter. Genau, hier. Okay, sehr gut. Und dann kommt noch so ein weiterer lustiger Raum. Aber ja, wie gesagt, die Lava ist hier vollkommen irrelevant. Es gab den einen Raum gerade eben, wo halt eh eine Schlucht unten war. Und da ist halt Lava. Da stirbt man halt schon... Ja, komm. Da stirbt man halt schon früher an der Lava, schätze ich. Oder man könnte sich vielleicht ohne Lava mit einem Wandsprung noch retten oder so, mit einem ganz komplizierten... Aber glaube ich eigentlich auch nicht wirklich. Also hier macht es keinen Unterschied. Okay, jetzt am Ende schon. Hä? Okay, die dritte haben wir jetzt auch noch. Und ich habe jetzt mal eine meiner Super-Eicheln verwendet, weil ich wissen will, ob ich hier zum Secret Exit hinfliegen muss. Ich meine, der dürfte jetzt dann gleich rechts von mir sein, eigentlich. Wir testen das mal. Ja, kann ich auf jeden Fall. Da ist noch ein großer Buhu. da ist noch ein, ich glaube, das Orange, da ist ein Sprungbrett oder so. Aber hier ist er auf jeden Fall. Und jetzt bin ich mal gespannt. Aber das dürfte, glaube ich, schon noch funktionieren. Das hier. Oder? Ich war mir schon nicht sicher, ob ich vielleicht diesen Weg einfach schon gar nicht nehmen kann. Weil das ist ja so, dass die Secret Exits ja hier, oder die Abkürzungen nicht wirklich funktionieren in dem Hack. Und man kann nicht durch die Welten abkürzen. Aber das geht schon noch. Und hier kommt jetzt halt noch ein weiteres Level und da kann ich dann wieder nicht weiter. Wahrscheinlich. Und wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal einen meiner 50 Sterne und hau die mal ein bisschen raus. Ich werde da am Anfang schnell nach rechts rennen. Wahrscheinlich sterben bei der Lava. Aber nee, das wird schon. Hui! So, das lustige Level hier ist es, genau. Oh, das war schon sehr knapp. Das sah da unten übrigens wieder komisch aus, oder? Ein bisschen. Ja, weil die schwebt nämlich. Weil stimmt, eigentlich ist da unten Wasser, glaube ich. Aber das wurde halt wieder entfernt, das Wasser. Wie immer im gesamten Hack eigentlich. Im gesamten Hack kommt ja kein Wasser vor, nirgendwo. Wurde immer entfernt wegen der Lava. Vielleicht musste das sogar entfernt werden und das würde halt gar nicht gehen, dass Wasser und Lava gleichzeitig vorkommt in dem Level. Vielleicht. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall etwas komisch dann aus. Aber was soll es. So, erstes Darkman haben wir schon mal. Sehr gut. Und ich meine, theoretisch ist die Lava hier eher ein Problem, weil sie halt in Wellenformationen vorkommt und sie kann einen auf jeden Fall treffen. Man kann aber eigentlich die meiste Zeit im Level so hoch sein, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Steigt die Lava hier? Nee, okay, aber Lava-Fontäne gibt's, deswegen. Dann warte ich kurz. So, und verschwinde. Sehr gut. Ach, jetzt bin ich wieder oben. Mann, ich will doch nur zur Starcoin hin. Nein, ich komme da nicht hin. Mann, dieser doofe Walross-Gegner da. So, jetzt stirb. Mann, ey. Okay, aber hier ist auch wieder der Checkpoint weg, oder? Ich glaube, der ist eigentlich hier jetzt irgendwo bei diesem Bereich. Also das ist auf jeden Fall oft so hier in Welt 4, dass Checkpoints entfernt wurden. Einfach so, aus dem Level. Das ist natürlich schon ein bisschen gemein, aber gut. So, hier haben wir die dritte Starcoin, habe ich sogar alle mitgenommen. Und ich glaube, von hier aus kann ich jetzt sogar schon zum Ziel einfach hinfliegen, oder? Wahrscheinlich. Ja, ein bisschen aufpassen noch, aber ja, kann ich. Okay, das Level war... Obwohl die Lava theoretisch im Weg war, ziemlich einfach. Aber wir haben gesehen, es war wieder eine rote Flagge, also es geht wieder von hier aus nicht weiter. Wer hätte es gedacht? Und wir kriegen aber noch ein Power-Up, für das ich glaube ich schon gar keinen Platz mehr habe.
Eine Feuerblume. Immerhin kein Stern. Doch, ich habe sogar noch Platz. Okay, gerade so. Stimmt, ich habe einen Stern benutzt, deswegen habe ich wieder Platz. True. Okay, ergibt Sinn. Und jetzt nehmen wir natürlich auch noch den normalen Ausgang aus dem Geisterhaus. Ja, da sind wir auch schon. Und hier ist die Lava wieder unspektakulär. Das heißt, das können wir ganz easy beenden. Wunderbar. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Level aus der Welt, zu Wendy's Castle. Was ist das denn für ein Clusterfuck von Lava? Eieiei. Die macht einfach 50 verschiedene Sachen gleichzeitig. Die Lava kann sich gar nicht entscheiden, welche Formation sie nehmen soll. Aber der Anfang vom Level ist trotzdem sehr geschenkt, weil, naja, ich habe das Flughörnchen einerseits, aber das Level ist auch sehr weit oben die ganze Zeit, deswegen ist das eigentlich gar kein Problem. Jetzt wird es ein bisschen tiefer, aber selbst hier bin ich noch zu hoch. Und die Lava, theoretisch kann mich die vielleicht berühren? Nee, glaube ich sogar auch nicht. Also ich bin, glaube ich, hier auch immer noch komplett safe. Jetzt. Jetzt könnte ich getroffen werden. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Und das sogar jetzt wirklich schon gar nicht so einfach, weil ich kann ja auch nicht so leicht schnell durchrennen mit den Steinblöcken, weil ich halt auf die Lava, ja, auf die Lava aufpassen muss. Das Gute ist aber, dass diese sehr hohe Lava, die jetzt wieder kommt, dass die ziemlich langsam ist. Die anderen... Oh Gott! Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Die anderen Lavawellen sind etwas schneller, aber davon nicht so weit... Ja, Mann! Davon nicht so weit oben. Jetzt habe ich ein Zeitfenster. Okay. Ja, das war jetzt schon ein bisschen fies. Wenn man dadurch so eine enge Lücke durchkommt, während ständig irgendwelche Lava-Formationen ankommen, dann wird's fies. Und ein neues Power-Up für mich, was mir zwar nicht mega viel bringt hier, aber ein bisschen was zumindest. Okay, jetzt bin ich wieder sehr weit oben und hier ist erstmal keine Gefahr, selbst hier ist keine Gefahr. Also es geht trotzdem so halbwegs. Aber es ist trotzdem interessant, dass die... Da fällt man runter, genau, das wusste ich noch. Trotzdem interessant, dass die Lava hier ganz komische Dinge macht. Auch wenn sie eben leider... Ja, der springt natürlich genau auf den Block. Auch wenn sie eben für, ich sag mal, 80% des Levels eigentlich zu weit unten ist und gar keine Gefahr für einen darstellt. Ja, und das war schon mit dem Level. Das war dann doch eigentlich machbar. Und stimmt, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Die Boss-Tür ist da! Da war ich mir gar nicht sicher, ob die Boss-Tür überhaupt da sein würde. Weil in Welt 3 hat die Boss-Tür ja gefehlt, aus irgendwelchen Gründen. Da konnte ich den Bosskampf nicht machen. Gegen wen war das? Lemmy vielleicht? Nicht sicher. Aber hier geht's. Deswegen, wir können nach Welt 4 weitermachen. Geil! So, Wendy, dann zeig mal her. Oh, das ist ja richtig ekelhaft. Oh, das ist ja richtig ekelhaft. Normalerweise ist da in der Mitte auch noch eine Plattform, aber die fehlt hier. Oder, ich meine, die ist schon noch da, aber da ist halt Lava im Weg. Das heißt, ich muss hier am Rand bleiben. Oh, das ist ja richtig widerlich. Und vor allem, das ist auch gar nicht so einfach, wenn die zu erwischen. Ja, komm. Wenn die zu erwischen, weil sie halt da auf dem Eis immer entlang skatet. Deswegen, das ist ziemlich schwierig, finde ich. Ich könnte ja auch versuchen, wenn sie so in der Mitte von der Lava ist, also das ist vielleicht zu weit rechts, wenn sie so in der Mitte ist von der Stage, dann einfach auf sie drauf zu springen. Aber das ist mir, glaube ich, zu riskant. Oder jetzt hätte ich es auch machen können. Hm. Aber ich bin vor ihren Ringen hier eigentlich auch sicher hier am Rand. Da kann mir nicht wirklich was passieren. Jetzt kommt sie wieder. Okay. Ja, aber wie soll man denn hier... Also hier muss man ja einmal Schaden nehmen. Wie soll denn das gehen ansonsten? Vielleicht auf die andere Seite rüberspringen? Kann ich dabei genug springen? Ich glaube nicht ganz eigentlich. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht versehentlich hier einen Wandsprung mache. Das wäre mir schon ein paar Mal fast passiert. Und dann würde ich halt in der Lava landen. Na, ich habe kurz überlegt, ob ich auf sie draufspringen soll. Aber lieber nicht. So, gleich kommt sie, glaube ich, wieder. Genau jetzt. Und stirb. Puh. Ja, das war aber ziemlich fies. Aber damit haben wir die Eiswelt abgeschlossen und wir könnten beim nächsten Mal in Welt 5 weitermachen. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, dann wäre ein Like und ein Abo noch ziemlich nice und dann werden wir uns hoffentlich bei neuen Videos wiedersehen. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.